Vor allem jetzt in der kalten Jahreszeit und im Winter ist Schimmel ein altbekanntes Problem. Was Sie dagegen tun können, wir haben mit einem Experten gesprochen. Schwarze Flecken an weißen Wänden. Schimmel sieht nicht nur hässlich aus, er ist auch hochgradig gesundheitsgefährdend. Besonders im Winter wird Schimmel zum Problem, wenn kalte Luft von draußen und die Wärme im Inneren zusammentreffen und Feuchtigkeit entsteht. Die lagert sich an der Oberfläche und wenn die Feuchtigkeit nicht abtransportiert werden kann, bilden sich Mikroorganismen. Und aus diesen Mikroorganismen entstehen eben die Sporen an den Wandoberflächen. In einem 4-Personen-Haushalt fallen pro Tag zwischen 10 bis 12 Liter Luftfeuchtigkeit an. Besonders betroffen durch Dämpfe und Duschen sind Bad und Küche. Grundsätzlich kann sich Schimmel aber in allen Wohnräumen entwickeln. Zum Beispiel, weil Möbel zu nah an der Wand gestanden haben. Zwischen 10 und 15 cm Abstand sollten deshalb eingehalten werden, damit die Luft auch zwischen Wänden und Möbeln zirkulieren kann. Das größte Problem, das heutzutage zu Schimmel führt, ist jedoch unsere moderne Lebensweise. Wenn ich den ganzen Tag nicht zu Hause bin, werden eben die Räumlichkeiten weniger beheizt. Klar, ich spare auf der einen Seite Energie, aber auf der anderen Seite strapaziere ich auch ganz übel die Bausubstanz. Um Schimmel zu vermeiden, sollte die Zimmertemperatur am besten bei 19 bis 21 Grad gehalten werden. Weil Feuchtigkeit nur über warme Luft abtransportiert wird, sollten auch Fenster nicht den ganzen Tag offen gelassen werden. Wer zu Hause ist, sollte deshalb mehrfach täglich für 5 bis 10 Minuten alle Fenster und Zwischentüren aufmachen, um in der ganzen Wohnung quer zu lüften. Grundsätzlich gilt, bei Schimmel hilft nur Vorsicht. Denn sind die schwarzen Flecken einmal da, breiten sie sich nach und nach aus. Damit die Gesundheit nicht leidet, sollte man dann sofort Gegenmaßnahmen ergreifen. Ist es sinnvoll, den Schimmel abzuwaschen? Ich empfehle einen reinen Alkohol, das die Sporen desinfiziert und erstmal abtötet. Den Alkohol gibt es in jeder Apotheke. Einfach aufsprühen, etwas einwirken lassen und die Stelle danach mit Wasser abwaschen. Kurzfristig ist man damit vor den Sporen sicher. Den Schimmel selbst wird man so aber nicht los. Auf lange Frist ist es eher zu überlegen, hier eben Maßnahmen über uns, über die Fachleute dann durchzuführen. Damit sollte man nicht zu lange warten, denn hat sich der Schimmel erst einmal in den Wänden festgesetzt, muss oft der gesamte Putz und Teile des Estrich ausgetauscht werden. Wochenlange Baustellen und tausende Euro Renovierungskosten inklusive. Bei kleinerem Schimmelbefall kann der Fachmann über Vorbeugemaßnahmen informieren, die für die jeweilige Wohnung angemessen sind, damit einem diese Flecken in Zukunft gleich erspart bleiben. Bauen und Wohnen, schalten Sie ein. Ich freue mich auf Sie.